Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einer weiteren kleinen Reaction. Diesmal zur Plague Tale Requiem. Und zwar gab es jetzt ein Extended Gameplay plus das Release-Datum. Freunde, am 18. Oktober ist es soweit, da soll das Spiel rauskommen für die PlayStation 5, Xbox Series X und S, PC und als Cloud-Version für die Nintendo Switch. Auch da kann man jetzt Spiele streamen seit einiger Zeit schon. Und ja, Freunde, was soll ich sagen? Ich freue mich auf den zweiten Teil, denn der erste Teil war schon sehr, sehr nice. Der hat echt Spaß gemacht. Holt ihn unbedingt nach, kann ich euch wieder nur empfehlen. 8 bis 10 Stunden seid ihr durch. Zuletzt war der auf jeden Fall auch noch im Game Pass drin. Ich weiß nicht, ob es jetzt vielleicht immer noch so ist und ob es vielleicht auch in diesem neuen PlayStation Plus Modell ist. Aber wenn ihr PlayStation Plus oder Xbox Game Pass braucht, dann checkt meinen Partner Instant Gaming ab. Link in der Videobeschreibung. Vielen Dank an alle, die mich dort unterstützen, jeden Monat aufs Neue. Apropos unterstützen, Freunde, liken gerne hier das Video, auch kommentieren. Freut euch auf das Spiel? Habt ihr Bock? Habt ihr den ersten Teil gespielt? Ja, ansonsten, Freunde, was soll ich sagen? Ich freue mich drauf und ich würde sagen, wir starten direkt durch mit dem Gameplay. Let's go! Just close your eyes and imagine you're flying. Man hat ja schon zum Summer Game Fest die Tage auch schon ein bisschen Gameplay-Schnipsel gesehen, auch bei Microsoft. Ich bin mal sehr gespannt, wann das Spiel eigentlich spielt. Oh, yes! Apple trees! Apple trees! Hey, I've flown enough, I think. Should we go back? Yes. Optik ist mega. Ey, das ist richtig nice. And welcome. You're new here? Yes. Well, actually, we're a bit lost. And where are you going? Not to Rome, I would assume. No, we're looking for an island. It has two teeth, and there's a bird, and a small lake, and flowers. It's probably an island with two large mountains. We were told you could help us find it. Not from memory. But I have an old map of the Mediterranean Sea somewhere. Do you want to have a look? Yes, thank you. That'll be perfect. Good people! Synchro ist auch top, ey. Ich habe das Spiel auf jeden Fall auf Deutsch gespielt. What's going on? Den ersten Teil, aber. Was ist gut denn? The girl has killed several soldiers. She's armed and dangerous. By order of Count Victor of Arles. We're searching this camp. I know a guilty look when I see one. But whatever you've done, I won't give up a child. Hoffen wir doch mal, ne? Also. Come with me. Den Leuten trauen kann man ja nicht unbedingt, wa? Hoffentlich hält er sein Wort. Werden wir ja dann sehen. Leider muss man sagen, hier, ich weiß nicht warum, das Gameplay läuft leider nur in 30 Frames. Ich hoffe, das Endprodukt läuft dann in 60. Aber ich glaube, eigentlich müsste der erste Teil, ich glaube, der erste Teil läuft auf der PS5 und Xbox Series und PC auf 60 Frames. Vielleicht wollen sie hier nochmal ein bisschen extra auf Optik gehen oder sowas, deswegen, weiß nicht. Das sieht schon ganz gut aus. Ja. Schon echt gut aus. Ich wäre auf jeden Fall auch zufrieden, wenn das Spiel ungefähr auch in dem Umfang wäre wie der erste Teil. Vielleicht so 2-3 Stunden länger vielleicht, ja, von mir aus so. Das muss jetzt kein 20-Stunden-Game sein, ja. Muss jetzt nicht unbedingt. Es sei denn, die haben eine Story zu erzählen, die 20 Stunden sich trägt. Dann natürlich gerne, aber... Wer weiß, vielleicht ist das Ganze ja auch auf eine Trilogie ausgelegt oder sowas. Weiß man da irgendwas? Habt ihr da irgendwas mitbekommen, was der Entwickler vielleicht gesagt hat, dass sie... Echt? Vielleicht ist ja schon bekannt, dass sie sagen, ey, wir wollen eine Trilogie machen, jetzt, wo der erste erfolgreich war. We have to keep moving. Where are we? Looks like a quarry. Oh, Quarry, oh Gott, hör bloß auf, sag das nicht. Dieses Wort ist für mich verbannt, für alle Zeit. I don't know if there's another way. Don't let's push inside. We must not stay in the open. Sieht echt gut aus, Mann. Sieht echt gut aus. Und wie gesagt, eigentlich müsste er, ich weiß nicht, vielleicht hat er auch die, hat er vielleicht sich überfordert oder sowas? Und hat die Macht verloren? Wie war das nochmal? Aber er hat doch, am Ende war er doch, vom ersten Teil war er doch so mächtig, dass du eigentlich gar nicht mehr schleichen brauchst. Du kannst sie einfach alle fressen lassen, die Schweine. Vielleicht sind das wirklich Rückblicke, vielleicht, keine Ahnung. Also die Leute, die den, auch den ersten Teil von euch gespielt haben, lasst mal gerne eure Meinung dazu. Vielleicht wurde auch das schon gesagt, ich weiß nicht. You're sure about this? Yes, don't worry. Fine, careful. Die Larse was sich. Echo, Alter. Sah aus wie Echo, Mann. How? The rats. They can feel people's blood. Now I can too. Ah. It's like a noise. Like an echo. Sag ich doch. Siehst du? Guck mal hier, ey. Bin ich schlau oder was? Coming. I can do it again if you want. Got it.
workers. This mine isn't abandoned, is it? I don't start with your bloody superstitions. Okay. Also durch ihn, okay, er hat trotzdem noch die Macht. Vielleicht ist er einfach wieder geschwächt. Kann auch sein, ne? Dass er sich überanstrengt hat oder so. Kann das vielleicht das Ding sein? Aber dass er die jetzt orten kann, ist natürlich ganz geil, ne? Dass er das Blut spürt von denen, ist aber auch irgendwie auf der anderen Seite ein bisschen eklig. Aber hier jetzt in dem Gameplay-Abschnitt sieht schon sehr nach dem ersten Teil aus, wa? Dass du relativ easy schleichen kannst, hier und da mal den einen oder anderen ablenken. Und dann weiter geht's. Ist wie gesagt auch im ersten solide gewesen, solide auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, wie es euch ging. War jetzt nicht für mich der Grund, das Spiel durchzusuchen wegen dem Gameplay, sondern wie gesagt eher wegen der Welt, wegen dem Szenario, der krassen, geilen Atmosphäre und so. Aber nicht wegen dem Gameplay. Aber auch da, hier, Freunde, muss ich wieder sagen, einfach schön mal am Stück 10 Minuten Gameplay, mein Gott. Warum ist es so schwer für viele? Gut, perfekt. Obwohl, ich komme nicht mehr so oft die Steinschleuder zur Geltung. Da hatte ich schon einige Probleme manchmal, die Leute das zu treffen, wirklich gezielt mit der scheiß Steinschleuder von ihr. Ja, gut. Ah, okay, was ist jetzt los? Amicia! Oh, let me breathe. We should wait, Amicia. Oh no, they'll find us. We have to reach that building. Is it a church? Don't know. But we're too exposed. We'll try in there. Maybe safer. Top Synchro, ne? Ohne Scheiß, auf Englisch hört sich das mega gut an. Obwohl ich die Deutsche fand ich eigentlich auch ganz okay, so, ne? Butchers. Did you kill a lot in the Red City? More than I should have. Egal, weg mit denen. Ah, Mann, ey. Wirklich, das Einzige, was mich stört an dem Video, sind keine 60 Frames. Das stört mich übertrieben gerade, ey. Wenn sie sich vor allen drehen, ey, man merkt es einfach, man sieht es sofort, ne? Wahrscheinlich werde ich das Video trotzdem 60 Frames rendern, weil einfach das so meine Voreinstellungen sind bei Premiere Pro, aber wie gesagt, das Originalvideo läuft leider nur in 30. Aber ja, wie gesagt, das Spiel müsste am Ende auch 60. Also ich bin der Meinung, ich habe es auf der Xbox Series gezockt. Da lief das auf jeden Fall, denke ich, mit 60. Müsste eigentlich mit 60 sein. Es gibt da sogar eine Next-Gen-Version zu kaufen. Also. Ja, wahrscheinlich, wie gesagt, nur fürs Video. Ist ja jetzt auch nicht so schön. Ah, war das nicht zu laut? Schön erwürgen die Sau. Ich würde die alle wegballern, ne? Ich würde die alle wegballern. Jetzt da, hier die Armbrust in den Schädel rein. Okay, die Schleuder ist wieder am Start. Sogar die Sounds. Na, was hat sie noch? Ah. Ah, okay. Boah, Alter, das Feuer sieht richtig gut aus hier aus der Distanz. Schön den Schädel einschneißen. Jawoll, genau so sieht es aus. Ja, jetzt Armbrust. Zeig mal, was du machst, wenn da jemand auf dich zukommt. Okay, Armbrust, perfekt. Ja gut. Funktioniert natürlich nur, wenn die keine richtig dicke Rüstung haben. Ich muss ehrlich sagen, Alter, die Synchro ist mega top. Die macht das top hier, die Sprecherin von ihr. Gerade. Diese Angespanntheit, die bringt sie übelst rüber, ne? Ja, wie gesagt, hier jetzt gerade eben so. Gehen wir nochmal ganz kurz zurück. Jetzt, wenn sich die Kamera dreht, jetzt gleich. Ja, ruckelt's noch ein bisschen gleich. Ja, so, zack, ja. Vielleicht Mini-Slowdowns. Aber wie gesagt, ey, scheiß drauf. Wann ist 18. 4 Monate noch knapp. Ja, knapp 4 Monate noch. Passt. Alles gut. Ich hoffe, die können es einhalten. Und wenn nicht, dass sie es vielleicht um 1-2 Monate höchstens verschieben, dass es vielleicht doch noch dieses Jahr rauskommt. Wobei ich auch wirklich darauf hoffe, dass die Entwickler jetzt langsam mal aufhören mit dieser scheiß Verschieberei und sich einfach zurückhalten am Anfang. Haltet doch euch einfach zurück mit den Release-Daten. Und sagt doch wirklich erst, wenn ihr euch 100% sicher seid. Vielleicht wird das
besser der Enttäuschung entgegenzuwirken oder sowas. Wäre vielleicht auch eine Methode, ja? Also nur mal so ein kleiner Tipp am Rande. Könnte man ja auch machen. Ja, so allgemein gesprochen jetzt mal. Was making that noise? Joho! Ey, das Feuer sieht echt gut aus. Auch der Rauch. Alles cool. Sehr gut. Mann, ey, ich will eigentlich mit ihm die ganzen Ratten auf die hetzen. Was soll das, Mann? Ich dachte, die Zeit wäre vorbei mit Schleicherei. Vielleicht kommt jetzt die Zeit der Messestecherei. Wer weiß. Wer weiß. It's them. They did this. I better have a look over there. Was hat die hier eigentlich? Also hier die Töpfe zum Ablenken. Dann das Werfen hier, das ganze Mal werfen mit der Hand. Stein. Steine, Feuer, Rauch. Gift. Gift hatte man ja, glaube ich, auch, war zwischendurch. Gift, was so die Leute verätzt hat oder irgendwie sowas, hatte man ja, glaube ich, auch im ersten Teil. Armbrust, ah, okay. Und die. Ah. Ja, das verdirbt ihm nur die Sicht oder was? Oder ätzt ihm das den scheiß Schädel weg? Weil das fand ich ganz geil, diese Schleuder, wo du den die Helme wegätzen konntest. Und Nahkampf, ah, okay. Aber ich gehe mal davon aus, wahrscheinlich nur bei so Leuten ohne dicke Rüstung, ne? Bei denen mit einem dicken Rüstung kannst du wahrscheinlich nichts machen. Geh mal nicht davon aus, dass sie dann, keine Ahnung, so übelsten Lara Croft-Move macht, durch die Beine rutscht und von hinten jeden abschlägt oder so. Das ist keine Ahnung. Abstechen, abstechen! Dann halt nicht. Okay, man merkt aber wirklich, die machen eigentlich nur das, was heißt nur, aber die machen genau das weiter, was sie im ersten Teil gemacht haben, ne? So kleinere Abschnitte, wo du dich durchkriechen musst und schleichen musst, besser gesagt. Und dann immer wieder ein bisschen Story, so wie jetzt. Okay. I can't. You have to handle it yourself. Oh, jetzt geht's los. Do it. Quick. Ah. Wow, geil, Alter. Was ist denn jetzt los? Okay, er kann es einfach nicht die ganze Zeit einsetzen. Deswegen müssen die auch viele schleichen. Wahrscheinlich zu anstrengend für den Kleinen, ne? Alter, genau das will ich sehen. Ja, okay. Okay, jetzt verstehe ich. Okay. Hugo? What's wrong? What's wrong? Hugo? Oh mein Gott, wie viele Scheißratten sind es. Und wenn er ohnmächtig wird, sind die wieder eine Gefahr für uns. Oh mein Gott, wie krass sieht das gerade aus. Alter, das will man sehen, oder? Mega. Hohoho, Junge. Gut, ey, Freunde, was soll ich sagen? Gameplay hat mir sehr gut gefallen. Ja, sie machen genau das, was sie im ersten Teil gemacht haben. Wahrscheinlich noch hier und da ein paar neue Cliffs, ein paar neue Waffen, ein paar neue Möglichkeiten. Auch die Kontrolle von den Ratten teilweise. Aber auch hier, was du schon siehst, hier an seinem Gesicht war. Lange kann der Junge das nicht einsetzen. Und dann trotzdem wenden die sich gegen dich, wa? Guck mal hier, wie die Ratten hier schon hochgekrochen kommen. Geil. Super. Ey, ich freue mich drauf, Freunde. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst gerne ein Like da. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und ja, das war's. Haut rein. Tschüss.